Der neue Shop kommt jetzt hier in ganz genau 19 Sekunden. Falls ihr neu da seid, dann lasst gerne ein Abo da. Danke für euren Support. Ich bin echt gespannt heute auf den Shop. Normalerweise sollte heute dieser spezielle Skin rausfliegen. Und zwar der gute Doktor. Und die Spitzhacke sollte komplett rausfliegen. Der Rest, mal schauen, ob das noch da bleibt. Vielleicht was Seltenes. Let's go. Aktualisier dich. Okay, es ist tatsächlich so, wie ich es gesagt habe. Der Skin ist raus. Wir haben neue Musik. Perfekt. Haben wir irgendwas Seltenes? Also heute haben wir wieder einen kompletten Halloween-Shop. Ist ja logisch. Heute ist Halloween. In Amerika war es, glaube ich, schon gestern. Was haben wir hier? Ist immer noch da. Ah, nein. Der ist immer noch da? Ja, moin. Epic Games postet auf ihrer Twitter-Seite, dass der Emote, dass der Skin rausfliegt. Aber der Skin ist einfach noch da. Okay. Ja, moin. Dann haben sie irgendwas falsch getweetet. Richtig, richtig lustig. Also, gönn dir süß, es ist wieder da. Halloween-Schritte ist wieder zurück. Ich gehe mal ganz schnell bei den Emotes durch. Die Skins brauche ich, glaube ich, nicht zeigen. Gönn dir süß, es ist eigentlich relativ unnötig für 500 V-Bucks. Muss ich ehrlich sagen. Ja, nichts Besonderes. Dann haben wir hier noch... Ja, man muss immer ganz nach rechts echt anstrengen. So, zombifiziert. Das ist nicht schlecht. Das ist sogar ein Fortbewegungs-Emote. Kann man definitiv machen. Ich bin eventuell heute auch wieder live auf meinem Zweitkanal. Könnt ihr gerne abchecken. Oben rechts beim i. Würde mich freuen. Dann haben wir hier noch ein weiteres Emote. Und zwar Sense ist auch noch drin. Also ist noch alles drin. Ihr könnt euch noch alles holen, was ihr wollt. Keine Ahnung wieso. Dann Epic Games ist postet. I don't know. Heftiges Emote. Kann ich euch nur empfehlen. Die ganzen Halloween-Dinge werden dann halt ein Jahr nicht mehr in den Shop reinkommen. Ansonsten haben wir hier, okay, da gehen wir gleich nochmal durch, neue Musik, da baller ich euch mal kurz den Sound schnell voll. Let's go. Was ist denn das für eine Musik? Ich glaube, das ist die komischste Musik ever. Ja, okay, tut mir leid. Ich dachte, der Anfang hat echt zu lange gedauert. Okay, sie geht klar. Ich habe aber noch eine gute Neuigkeit für euch, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Teams ist jetzt wieder zurück, ihr könnt ganz normal mit eurem Squad spielen, ohne Geister. Ihr seht, oben ist noch Teams mit Geister und unten ohne Geister. Das ist somit die beste Neuigkeit, die ich euch hier so sagen kann. Ja, Party Trooper ist noch am Start, sehr, sehr cooler Skin. Ich glaube, ich muss jetzt nicht alles einzeln durchgehen. Das Set ist wirklich nice, ich mache aber ganz kurz die Musik leise. Heute ist echt ein so verwirrendes Shop-Video, oder? Seid mir ehrlich, es ist sowieso alles doppelt und dreifach. Ich muss jetzt, glaube ich, nicht zu allem etwas sagen. Ist übrigens ein bisschen verbuggt, die Spitzhacke. Ich glaube, die ist auch gesperrt worden. Das Set ist heftig, muss ich ehrlich sagen. Also der Skin an sich auch mega, mega krass. Hier die passende Lackierung. Ja, Standard, kann man nicht wieder zu sagen. Ganz okay halt. Was haben wir noch? Nichts mehr hier. Ghoul Trooperin auch wieder zurück. Hat halt zwei Stile hier. Standard und einmal in... Welcher Farbe war das nochmal? Ah, okay. Zombie-mäßig. Okay, dann haben wir noch Brainiac. Der hat auch, glaube ich, zwei Stile, oder? Ne, der hat auch zwei Stile. Für 800 auch kein schlechter Skin. Dann haben wir hier noch Schädel Trooperin. Auch ein sehr, sehr, sehr fresher Skin. Hat zwei Stile. Einmal weiß und einmal hier grünes Glühen. Ja, auch ganz cool. Was haben wir hier noch? Spitzhacke. War aber alles eh schon im Shop da gewesen, also wirklich nichts Besonderes. Hat auch drei Stile, hat man hier gerade gesehen. Der Gleiter hat auch insgesamt, glaube ich, nur zwei Stile, oder? Ja, einmal Farbe Blau und einmal Farbe Grün. Den finde ich ein bisschen zu groß, glaube ich. Was haben wir noch im Set? Ah, der ist auch wieder zurück, okay. Krass, die hauen echt heute nochmal alles raus. Okay, was haben wir noch? Passendes Backbling dazu. Für 400 finde ich das ein bisschen krass. Hat auch ein Zweistil in Schwarz. Okay. Sanctum. Ja, der war auch mal drin, wo es nicht Halloween war. Den finde ich echt komplett unnötig. Wolfkäppchen, eigentlich ganz cool. Was mir nicht gefällt, ist das da oben irgendwie. Genau, so finde ich den cooler. Und so eher weniger, aber es ist Geschmackssache. Dann haben wir hier Cloaked Shadow. Heftiger Skin. Mir gefallen nur die Backblings. Aber ich glaube, mit dem lässt es sich auch relativ gut spielen, oder? Passt auch natürlich gut zu Halloween. War aber auch nicht in der Halloween-Zeit im Shop. Coole Spitzhacke, aber fragt mich nicht, warum die 1-2 kostet, nicht mal reaktiv oder so. Die ist heftig. Ja, sieht auch nicht schlecht aus. Dann haben wir hier die neue Musik, habe ich bereits gezeigt. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Shop-Video.